So Leute, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Ich bin hundemüde, aber ich nehme trotzdem weiter auf. Für euch, gegen mich, bis zum bitteren Ende. Nee, ist nur ein Spaß. Aber ich bin echt gerade ziemlich fertig, ich muss auch mal gucken. Ich musste jetzt nämlich erstmal für die Uni machen, weil meine Teamkollegen jetzt auch langsam ins Bett gehen und ja, die kriegen das nicht alleine hin, also muss ich helfen und jetzt renne ich hier Kinder um. Geht nicht. Bam. Nee. Funktioniert alles nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal dorthin, wo auch immer wir hin sollten. Ach so, stimmt. Wir haben jetzt die Medizin geholt für den alten Mann. Damit das hier mal weitergeht. Für den neuen Tsuchikage. Oh, hey. Ich habe schon auf dich gewartet. Haben wir jetzt alles, was wir brauchen? Ja? Mann. Kasekage, kaum zu glauben, dass du dich mit so etwas beschäftigst, hätte ich nicht von dir erwartet. Hm. Nimm das hier ein. Dann solltest du kämpfen können wie zu deinen besten Zeiten. Jetzt können wir einen richtig starken Kampf bestreiten. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Warum mischst du dich bloß ein, Kasekage? Yes. Also los, worauf wartest du noch? Runter damit, danke. Rufen wir. Ja. Tsuchikage. Na schön, guckt mich doch nicht so an. Ich lucke ja schon. Und? Nonto. Boah. Kraft durchströmt meinen ganzen Körper. Boah. Oh Mann, so viel Chakra. So war er zu seinen besten Jahren wirklich drauf? Das weckt wunderbar alte Erinnerungen. Wahnsinn. Hey, mach mal langsam. Was zum Teufel? Der ist ja total aufgedreht. Das sehe ich selbst. Warum zum Teufel bleibst du so ruhig? Ja, ich weiß ja gar nicht wohin mit meiner Kraft. Kurutsushi, Kasekage. Ich weiß, was wir tun müssen. Ich halte ihn auf, du kümmerst dich um die Doppelgänger. Na gut. Na kommt schon, ihr Doppelgänger. Immer schön her mit euch. Ich zähle auf dich, Kasekage. Ich dachte schon, wir müssten einen Kampf mit ihr bestreiten, aber sie kommt ja in diesem Spiel leider nicht vor. Finde ich sehr, sehr schade. Wäre schön gewesen, hätte ich mich gefreut. Oh Gott, 100% gesteigert. Ich glaube, wir hatten noch keinen härteren Kampf. Ich hätte mich vielleicht auch ein bisschen boosten sollen. Ich habe kein Chakra mehr, aber er kann nicht mehr tauschen. Das ist verdammt gut. Wenn er nicht mehr tauschen kann. Wir dürfen ihn nämlich hier eigentlich nicht zum Angriff kommen lassen. Verdammt. Ja, weil er uns hier mit einer Attackenkombo auseinandernehmen kann. Aber was er kann, können wir auch. Oder auch nicht. Ihr habt doch geblockt, sag mal. Verdammt, ich dachte, mein Sandschild blockt das auch. Okay. Der geht ganz schön ab. Bin ich jetzt tot und muss nochmal machen? Der Tsuchikage ist wirklich mächtig. Ich glaube, es ist mir gelungen, mich ein bisschen zu beruhigen. Er hat seine Kraft noch nicht vollständig unter Kontrolle. Es wird Zeit, dem ein Ende zu bereiten. Ja, komm. Den kriege ich doch.
Also klar, ich halte mich auf, alles klar. Ja, den müssen wir doch kriegen. Auch wenn ich jetzt müde bin, ist das keine Entschuldigung, dass ich hier gegen den verliere. So. Ach komm, da reicht auch eine Deluxe. Wir boosten uns mal ein bisschen. Wenn der sich hier um 100% erhöht, dann nehmen wir auch Doping. Das ist mal ein fordernder NPC. Problem ist, ich darf mein Tauschschutz so nicht so leichtfertig verbrauchen. Sonst habe ich hier nämlich erst recht gar keine Chance. Ich muss ihn dazu bringen, sein Tauschschutz so leichtfertig zu verbrauchen. Was, er hat mich mit dem Griff erwischt? Alter Drecksack. Aber jetzt habe ich dich. Chance auf Geheimtechnik, finde ich. Wenn ich ihn damit treffe. Ey, komm, der stand doch mittendrin. Er hat wahrscheinlich wieder geblockt. So. Blöcker sammeln. Der kann blocken. So. Wenn ich mich hier ein bisschen booste und ein bisschen aufpasse, dann geht das schon. Ich werde morgen so müde sein, das weiß ich jetzt schon. Bin jetzt schon fix und fertig. Den ganzen Tag aufgenommen. Ich möchte nicht wissen, wie es Vollzeit-Let's Playern geht. Jetzt scheint es vorbei zu sein. Danke, Kasekage. Jetzt wird's so... Kurozushi. Die Doppelgänger sind verschwunden, ganz plötzlich. Der Kasekage hat sie aufgehalten. Oh, das ist also passiert. Ich bin total fertig. Wenn du das schluckst, wird deine Gesundheit und dein Chakra sofort komplett regeneriert. Ich bin mir sicher, das kannst du irgendwann mal super gebrauchen. Will er das jetzt an sie verschwenden, oder was? Das meintest du also, Hokage. Uff, danke für deine Medizin, Kasekage. Das war eine echt starke Medizin. Ja. Ich bitte vielmals um Verzeihung, da musste ich kurz raus. Da hat nämlich inzwischen mein Fernseher wieder angefangen zu spielen. Also mein In-Stream-Fernseher. Ich hab ja sowas. Ein bisschen was davon habe ich noch übrig. Das Zeug könnte ich in Zukunft auch nochmal ganz gut. Könnte in Zukunft auch nochmal ganz gut nützlich sein. Also, Kurozushi. Ich muss dir ja wohl nicht sagen, was das bedeutet, oder? Derjenige, der letztlich den Kampf gegen mich in meiner besten Form gekämpft hat, war der Kasekage. Du hast es nur mit meinen Doppelgängern aufgenommen. Damit hast du dein Ziel verpasst. Das heißt, du musst weiterhin mit mir umherreisen und Erfahrungen sammeln. Na schön. Das ist ein überraschend einfacher Kommentar. So wie ich dich kenne, hätte ich eigentlich was wie "Das zählt nicht, lass uns normal kämpfen" erwartet. Ich bin auch ein Ninja, weißt du? Ich habe sehr laut und deutlich gespürt, was für ein Unterschied zwischen uns besteht. Echt jetzt. Dieses Chakra war der absolute Wahnsinn. Ich konnte seinen Doppelgänger nur mit Mühe und Not Paroli beten. Hoffentlich ist sie daran ein bisschen gewachsen. Es war ziemlich chaotisch, aber fürs Erste scheint die Sache damit geklärt zu sein. Normalerweise führt er sich ja echt wie ein Tatterkreis. Echt auf wie ein Tatterkreis. Darum habe ich ihn wohl missinterpretiert. Ich werde diese Gelegenheit nutzen und dir eine Menge beibringen. Nicht nur was meine Stärke angeht.
Vielmehr ist so ziemlich alles an mir noch ein ganzes Stück zu verbessern, um mit dem Kage gleichzuziehen, der da vor mir steht. Politik, Wirtschaft, diplomatische Beziehungen zu anderen Dörfern, Benehmen, Respekt und wie man ihn zeigt. Es gibt tonnenweise Themen. Das ist noch nicht alles, aber eines Tages werde ich ihn übertreffen und ich bin schon total heiß drauf, sein Gesicht zu sehen, wenn es soweit ist. Ich muss einen Weg finden, wie sie den gebührenden Respekt mir gegenüber zu empfinden lernt. Man darf uns Alte niemals unterschätzen, Kurutsuchi. Das sind zwei vom selben Schlag. Kasekage, vielen Dank, dass du meiner Enkelin geholfen hast. Ach, das war doch gar nichts weiter. Wie ich dich kenne, hast du ihr wahrscheinlich deshalb geholfen, weil du schon wusstest, worauf das hier hinauslaufen würde. Du warst schon immer einer, der nicht viele Worte verliert. Ich glaube, ich konnte einfach nachfühlen, wie sich seine Enkelin gefühlt hat. Jetzt ist ihr endlich klar geworden, wie stark er wirklich ist. Und jetzt kann sie sich einem neuen Ziel zuwenden. Das heißt doch, dass wir die richtige Lösung gefunden hatten, oder? Menschen auf den richtigen Weg zu führen, ist nicht so einfach, wie es scheint. Das stimmt. Das ist oftmals sogar ziemlich schwer. Aber wir haben Erfolg geleistet. Das ist schön. Onoki in voller Lebensblüte. Du hast den wütenden Onoki besänftigt und verhindert, dass irgendwelche Unfälle passieren. Nachdem Kurutsuchi Onoki in der Blüte seiner Kraft erlebt hat, sieht sie ihn mit anderen Augen und hat beschlossen, selbst weiter zu trainieren. Das ist doch schön. Ein neues Ereignis. Oh, es gibt ein neues. Ja, nachdem sie schlecht über sie geredet hat, müssen wir jetzt zu ihr. Die befindet sich auf der Schildkröte. Schaffen wir das heute noch? Nee, sie befindet sich jetzt am Tal. Ich hab schon wieder Groschen mit. Ich krieg die Krise, aber das lasse ich jetzt drin, ist mir jetzt egal. Die befindet sich am Tal des Endes. Okay. Oh, Platin-Kunai, cool. Und eine silberne Linie-Klinge. Da hinten steht sie rum. Wie ist der denn so schnell hier hingekommen? Der war schneller als wir. Der ist bestimmt geflogen. Ich weiß nicht, ich will eigentlich ins Bett, aber muss ja sein, ne? Oh. Der Tsuchikage und die Mitsukage. Hallo? Oh, Lord Kasekage, dich habe ich hier nicht erwartet. Was macht ihr beiden denn hier? Habt ihr was zu besprechen? Mhm. Oh ja, wir haben gerade ein bisschen miteinander geplaudert. Alte Erinnerungen heraufbeschworen und über die Zukunft geredet. Ah ja, wenn ich so darüber nachdenke, waren Iwagakure und Kingakure schon seit den allerersten Generationen im Krieg miteinander. Was? Hättest du Lust, uns Gesellschaft zu leisten, Kasekage? Oh. Wasser und Erde im Sinn. Onoki, der Tsuchikage und Mai Terumi, die Mitsukage, unterhalten sich im Tal des Endes. Anscheinend sprechen sie über die Zukunft ihrer Dörfer. Hör ihnen zu, um herauszufinden, wie sie wirklich denken. Ja, machen wir. Aber redet bitte schnell. Ich will mich aber nicht aufdrängen. Georgie! Oh nein, das tust du ganz und gar nicht. Zerbrich dir darüber nicht weiter den Kopf. Und? Worüber habt ihr gesprochen? Wie du vielleicht weißt, haben sich Iwagakure und Kirikakure seit jeher bekriegt. In der vorherigen Generationen ging es besonders blutig zu, als der zweite Mitsukage regierte. Die Kage jener Tage waren äußerst hochmütig, musst du wissen. Und so wollten sie natürlich ihre Überlegenheit und durch Stärke beweisen. Anscheinend haben sie sich daher eins ums andere Mal gegeneinander gekämpft und immer wieder und überall in der Ninja-Welt. Ja, um die Wahrheit zu sagen, ist eins ihrer Schlachtfelder hier ganz in der Nähe. Ganz nah bei diesem Gebiet, in dem einst Lord Hashirama und Madara kämpften. Das fühlt sich fast wie Schicksal an, oder? Lord Mu wurde als Sieger dieses Kampfes betrachtet, aber ein einfacher Sieg war es nicht. Muss jetzt den Kampf spielen? Wahrscheinlich.
Oho, heute setzen wir ein für alle Mal einen Schlusspunkt unter diese Sache, du bandagierter Idiot. Danke. Ich kann deine dämliche Fresse nicht mehr sehen, ehrlich. Du solltest einfach nur dankbar sein, dass ich mich entschlossen habe, sie dir endgültig einzuschlagen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Sorry. Du bist nichts als eine nervige Plage für Iwagakure. Ich werde dich mit meinem Jinton vom Angesicht der Erde tilgen. Du und dein kümmerlicher Schnurrbart. Was? Du wagst es, meinen Schnurrbart zu beleidigen? Pah, du bist ja einfach nur neidisch. Nur ein Dummkopf wie du würde das so interpretieren. Die Ohren, die du da hast, sind auch nur dafür, dass der Hut nicht rutscht, stimmt's? Halt endlich den Rand! Ich sage A und du sagst B, das ist doch immer dasselbe. Darum gehst du mir immer so schwer auf die Nerven. Allerdings werde ich dich jetzt ein für alle Mal aus dem Weg räumen, also mach dich bereit. Ich hoffe, du findest eines Tages mal deine Augenbrauen. Augenbrauen? Ich habe überhaupt nichts mit Namen, überhaupt nichts mit Stärke zu tun, verflucht. Ja, stimmt, er hat keine Augenbrauen. Aber wir kämpfen jetzt komischerweise trotzdem als die Wiederbelebung. Ist sehr, sehr interessant. Kriegen wir zumindest. Ja, wir kriegen zumindest die passenden Outfits. Das ist doch. Aber irgendwann kann ich hier auch mal Mu ausprobieren. Ich kämpfe so selten. Obwohl ich das Jinton schon relativ eindrucksvoll finde, muss ich sagen. Ist halt schon eine Fähigkeit, die jetzt in einem Direktkampf relativ overpowered wirkt, muss ich sagen. Ja. Ja, der kann aber gut blocken, das muss ich ihm lassen. Wenn er sonst nichts kann, blocken kann er. Wow, der hat meine Verteidigung durchbrochen. Ich kann ihn aber dummerweise noch nicht auslöschen. So, jetzt kann ich ihn auslöschen. So, das war's. Amaina, Soreshiki's Kara de Oreo Osaiyaru Domotta Ka. Von wegen, das war kein einfacher Kampf. Weil es geht alles von meiner Zeit ab. Ich bin echt im Verzug. Ich muss noch 3 Videos aufnehmen jetzt. Was sind das eigentlich für Geräusche? Hört ihr das? Okay. Soundbug? Okay, wir haben hier gerade einen heftigen Soundbug. Nicht schlecht. Ich hätte nie gedacht, dass du diesen Angriff verwenden würdest. Das ist das Ende. Ja. Zumindest das Ende dieser Runde. Willst du etwa weglaufen? Wäre doch jammer schade, so einen schönen Kampf so schnell enden zu lassen. Und das nächste Mal bringe ich ein paar noch tollere Angriffe mit. Und dann blase ich dich ein für alle Mal vom Angesicht der Erde. Immerhin ist der Soundbug verschwunden. Das ist hier der Wasserfall. Danach schickt Iwagakure Ninjas aus, um den Mitsukage zu verfolgen, aber sie konnten ihn nicht finden. Lord Mu wusste allerdings, was passiert war, und so dauerte es nicht lange, bis er wegging. Der zweite Tsuchikage hat vielleicht auch mehr Spaß am Kampf gehabt, als wir dachten. Vielleicht,
Ich weiß nur, dass Lord Mu sehr streng war. Ich bin auch nicht einmal sicher, ob er Freude an irgendetwas empfinden konnte. Wie auch immer, unsere Vorfahren kämpften auch danach immer weiter. Immer und immer wieder. Und während die Kämpfe anhielten, wurden beide Dörfer immer stärker. Das übertrug sich dann auch auf das Ausmaß ihrer Kämpfe. Und dann wurden die Sache mit einem bestimmten Kampf auf die Spitze getrieben. An einem gewissen Punkt hatte Lord Mu sein Chakra so weit gestärkt, dass er schließlich das Gefühl hatte, er könnte die Dinge mit dem Mitsukage endlich zu Ende bringen. Den zweiten Tsuchikage so zu sehen, hat den Mitsukage so sehr angeregt. Oder hat ihn so sehr angeregt, ja. Jo, Tsuchikage. Wie oft haben wir das mittlerweile eigentlich schon durchexerziert? Du hast recht. Ich kann deine Fresse schon lange nicht mehr sehen. Heute ist der Tag, an dem wir diesem Krieg endlich ein Ende bereiten werden. Du scheinst ja heute vor Kraft kaum laufen zu können. Und wie ich sehe, hast du auch eine ganze Menge Chakra angespart. Ich habe nicht die geringste Absicht, das hier noch länger hinaus hinzuziehen. Ich muss dich hier und jetzt vernichten, zum Besten von Iwagakure. Du meinst das so ernst wie immer, wie ich sehe. Ich meine es immer ernst. Dass ich dir den Hals umdrehen werde, meine ich. Hey, wenn du die Sache so siehst, dann haben wir endlich mal was gemeinsam. Heute werde ich das ernster denn je nehmen. Und jetzt los. Wird es Zeit für einen weiteren unterhaltsamen Kampf? Nee, Leute. Ich hätte vorher speichern sollen, dann hätte ich es nachspielen können. Brauchi, ihr wisst, das ist alles zu Lasten von meinem Schlaf geht. Und wir haben immer noch den Soundtrack. Ja, Leute, geil, der geht jetzt auch nicht mehr weg, ne? Aber interessant, dass wir den Mitsukage spielen. Aber ich glaube, ich habe den Soundpack weggeguckt. Nee, habe ich nicht. Okay, dann müssen wir den Kampf hier schnell beenden. Sorry, wenn ich das jetzt ein bisschen spamme, aber ich will den Kampf schnell beenden. So schade, dass der Angriff nicht wirklich stark ist. Aber, wie gesagt, keine Zeit. Leute, dieser Soundbug, der ist gerade total kacke. Ich kann auch nichts dafür, es tut mir wirklich leid. Das kommt auch nicht von einem anderen Programm, das kommt wirklich hier von Naruto. Leute, wie ätzend ist das? Vielleicht sollte ich dir einfach mit meinem Mitsu Depot den Rest geben. So, ein Duplikat. Wie lange ist das her, dass ich so angestrengt gekämpft habe? Ich gebe es nur ungern zu, du bist stark. Du machst einen gefassten Eindruck, aber ich weiß, dass du dich nur dann spaltest, wenn du ernsthaft in Gefahr schwebst. Das bedeutet für mich jetzt oder nie. Endlich ist die Zeit gekommen, dich fertig zu machen. Unmöglich. Du kannst deine Verletzungen doch kaum noch zählen. Trotzdem brenne ich drauf, den nächsten Angriff vorzutragen. Überdies habe ich auch noch ein gutes Maß Chakra übrig. Was denn nicht? Hä? Du bist ja so ein fürchterlicher Schauspieler. Ninjas, denen man die Gefühle an der Nasenspitze ansieht, sind allerhöchstens dritte Wahl. Tja. Darauf bist du jetzt auch nur gekommen, weil wir uns schon so lange kennen. Also, ich bin nicht derjenige, der auf diese lange Bekanntschaft Wert gelegt hat. Aber es ist hier sowieso zu Ende.
Zum guten Schluss werde ich derjenige sein, der übrig bleibt. Das hättest du jetzt wohl zu gern. Zum guten Schluss werde ich dich schlagen. Dann lass uns kämpfen. Der Worte sind genug gewechselt. Nur wer kämpft und überlebt, hat das Recht, die nächste Generation mitzuerleben. Ah, du nimmst mir mal wieder das Wort aus dem Mund. Und jetzt lass knacken. Immerhin ein Teil des Rückblicks weg. Und so wurde ihr Kampf fortgesetzt. Unglaublich. Wie ich sagte, Lord Mu war äußerst streng. Niemals hat er seinen Feinden Gnade erwiesen. Der zweite Mitsukage kämpfte eins um das andere Mal gegen Lord Mu. Ich glaube, da war etwas zwischen ihnen, was nur die beiden überhaupt verstehen konnten. Etwas? Ich bin nicht sicher, was es war. Vielleicht war es ähnlich wie ein Band. Wenn auch ein ziemlich verdrehtes. Noch trauriger ist die Tatsache, dass keiner jemals den Kampf aufgeben wollte. Am Ende verloren beide deshalb ihr Leben. An jenen Tagen war es normal, das Leben im Kampf zu riskieren. Wenn der Wille gegensätzlich war oder bei unterschiedlichen Zielen. Für Heimatdorf hatten alle ganz schnell ihre Klingen gezückt. Verbündete und Feinde sind nur zwei Seiten derselben Medaille. So wie bei Hashirama und Madara aus Konoha. Aber heute, in unserem Zeitalter, ergeben sich ganz andere Wege. Dank Naruto, Uzumaki und Sasuke Uchiha. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, die uns dazu führen können, einander zu verstehen, nehme ich an. Ja. Für mich, der Zeiten erlebt hat, als man noch um des Kämpfens willen gekämpft hat, ist zum Beispiel heute diese Haltung nur sehr schwer zu verstehen. Allerdings, wegen der beiden und wegen des Krieges, den wir ausgefochten haben, war ich auch gezwungen, meinen Weg neu zu überdenken. Nein, ich fasste den Entschluss, dass ich meinen Weg ändern wollte. Und du warst in dieser Hinsicht der Auslöser von all dem, Kasekage. Wann habt ihr euch eigentlich alle aufgegeben? Diese Worte verschafften mir erst die Chance, meinen Weg neu zu überdenken. Ich verstehe. Was auch immer der Anlass gewesen sein mag. Wir haben diesen großen Ninja-Krieg hinter uns gelassen und können jetzt sind jetzt drauf und dran, den nächsten Schritt zu machen. Iwa und Kiri haben ebenfalls begonnen, ihre Vergangenheit neu zu ordnen, damit wir niemals so enden wie diese beiden. Ich bin überzeugt, dass wir in diesem Zeitalter und in jenen Zeitaltern, die da kommen werden, niemals in die alten Fehler zurückfallen werden. Als jemand, der Naruto nahe steht, Kasekage, weißt du ja, wie man den Weg des Lichts bestreitet. Wenn jemals wieder dunkle Wolken über uns aufziehen, zögere nicht, dich einzumischen oder uns zurechtzustoßen. Natürlich. Ich habe vor, alles dafür zu tun, dass nicht nur eure beiden Dörfer, sondern auch die gesamte Ninja-Welt friedlich bleibt. Mit der Hilfe unserer Verbündeten in den anderen Dörfern können wir den Frieden aufrechterhalten. Ich werde mich mit all meiner Kraft dafür einsetzen, dass jedermann in Frieden leben kann. Manchmal zetteln die Menschen Kriege an, nur um den Frieden zu schützen. Aber aus irgendeinem seltsamen Grund möchte ich ihm das sogar glauben. Genau wie Naruto. Bist du irgendwie sehr interessant, Kleiner. Das nehme ich mal als Kompliment. Anscheinend wird das jetzt eine Weile friedlich zugehen. Das ist wirklich ein wahrhaftiges Wunder. Ja, ein Wunder ist auch, dass dieser Part doppelt so lang geht, wie ich eigentlich wollte. Naja, kann ich Werbung zwischenschalten. Ist bloß für die Zeit nicht so toll, weil ich halt jetzt echt noch eine ganze Menge aufnehmen muss. Wasser und Erde im Sinn. Nachdem Iwagakure und Kirigakure, zwei Dörfer, die einst Spinnefeind waren, sagt mir nichts das Wort, den vierten großen Ninja-Krieg überwunden haben, gehen die beiden jetzt gemeinsam einen neuen Weg. Das zeigt Gaara, dass sich die Ninja-Welt tatsächlich auf dem Weg zum Frieden befindet. Leute, ich hab jetzt die Schnauze voll.
Ich habe die Schnauze voll von Soundbugs am Tal des Endes. Ich habe die Schnauze voll von Aufnahmen. Leute, der Bug geht echt nicht mehr weg. Ich gehe speichern. Ihr lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und ich sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Naruto Shippuden. Ultimate Ninja Storm 4. Bis dann, euer Wolf.